Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tales of Symphonia Dawn of the New World. Ja, ich habe, wie ihr seht, offscreen trainiert. Ich habe bis Level 61 außerdem, bis 41 getrainiert. Terra ist sogar 55 geworden, Galenit nur 33. Er braucht halt viel zu viele Erfahrungspunkte. Und ich habe erstmal unsere zwei stärksten Monster nach vorne gepackt. Ja, täuscht euch nicht. Er kann zwar die Klasse wechseln, aber das werde ich nicht tun. Weil sonst wird er wieder zum kleinen Wolf. Das ist leider so. Denn es ist die letzte Stufe. Genauso wie Galenit wird jetzt für immer so bleiben, bis sein höchstes Level erreicht ist. Es kann bis zu Level 200 gehen bei den Monstern. Es ist unterschiedlich. Einige werden nur bis Level 100, andere werden gehen über Level, gehen halt bis Level 200. Ich glaube, Terra gehört sogar dazu, weil er verdammt viele Erfahrungspunkte bekommt. Beziehungsweise, er braucht nicht so viele Erfahrungspunkte, um ein Level aufzusteigen. Deswegen glaube ich schon, dass er einer davon ist. Na egal. Hauptsächlich, ich habe trainiert. Unser Galenit ist bestens ausgestattet und was uns da hinten erwartet, werden wir erst später erfahren, denn ich möchte gerne, ist dieses Tor jetzt eigentlich auf? Müsste ja eigentlich. Jawohl, ich wollte einmal hier hin und mal schauen, was hier ist. Vielleicht geht es hier auch weiter, aber hier ist einfach nur eine Tür. Wo führt die uns hin? In einen großen Raum und da unten sehen wir schon einen Thron. Ich glaube, da ist das Ende. Wir sind jetzt gerade oberhalb. Können wir irgendwas hier gucken? Ne, wir können nicht mal drüber springen. Was können wir hier eigentlich machen? Einfach nur dumm rumlaufen? Oder kriegen wir vielleicht irgendwas? Oder haben wir irgendwas abgekürzt? Nein, wir laufen ja direkt erstmal in einer Wache hinein. Wir müssen jetzt mal gegen ihn kämpfen. Wir wechseln mal unser Ziel. Ich möchte gerne die Person da hinten haben. Und, es gibt sogar noch was Neues, was ich erfahren habe. Aber dazu komme ich erst später. Wenn ich es irgendwie schaffe. Ich versuche das jetzt einfach mal. So. Ich hätte gern, Nein, Arte. Du sollst einmal Photon machen. So. Nee, nix Healing Power. Photon. Warte mal. Photon. Du sollst nichts anderes machen außer Photon. Nix Healing Power. Hau ab von Martha. So. Klappt es gleich. So, jetzt versuche ich. Ah, jetzt wollte ich das probieren und da ist das letzte Monster schon down. Das hat wehgetan, er hat die Klappe. So, Level-Bonus für Galenit. Geil. Ja, schade. Ich wollte was ausprobieren. Was haben wir denn hier? Stein der Weisen. Sind wir jetzt bei Harry Potter gelandet? Was kann der denn? Wertvoller Stein, der angeblich in der Alchemie verwendet wird. Das Verfahren der Herstellung ist unbekannt. Ah, ja, ja. Wer kennt so einen Stein der Weisen nicht? Es gibt öfters mal den Begriff. Das ist wirklich eine Alchemie. Falls jemand ein Anime über Alchemie kennt, da geht es auch um diesen Stein der Weisen. Ich habe aber das Gefühl, dass in Harry Potter auch sowas ähnliches ist. Dass dieser Stein übernatürlich ist. So wird es immer dargestellt. Dafür bin ich jetzt dahin gelatscht. Nur für diesen Stein. Mal gucken, ob wir irgendwas Gutes herausbekommen. Wenn nicht, dann bin ich ziemlich sauer. So, schaffe ich das jetzt hier? Okay. So. So. Erstmal Photon. Ich versuche es jetzt. Mach da nichts. Mach dann Photon bitte.
So. Ah, jetzt ist es wieder Eis geworden. Warum zum Hölle? Warum? Ah, es klappt einfach nicht. Warte, ich versuche es nochmal. Nein, es klappt nicht. Schade. Es gibt nämlich eine Spezialattacke durch das Verwenden des Bs, aber es funktioniert jetzt nicht. Man muss die Elemente... Oh, Galeni hat gewonnen. Und legt sich jetzt mal hin. Ja, genau das Richtige für ihn, ne? Damit ein Spezialattack kommt, dazu muss ich halt mein Element Finsternis als Hauptelement haben. Das ist dieser große... Der große Teil. Wenn man dreimal das gleiche Element hat, dann wechselt immer sich das Hauptelement. Und in den Nebenelementen muss Marthas Element vorkommen, also Licht oder Sonne ist es. Ich glaube, es ist eher Licht. Und dann sollte man die Gruppenaktion-Taste drücken und da auch irgendwie B gedrückt halten. Und dann passiert es, dass eine Spezialattacke rauskommt. Aber irgendwie hatte ich nicht das Vergnügen. Ich hatte es mal in Offscreen-Training geschafft, aber irgendwie klappt es momentan nicht. Ich weiß nicht warum. Er stört mich ein wenig. So. Jetzt müssen wir Selles wieder retten und da unten geht es wohl weiter. Warte mal. Das sieht mir nachher im Unechten aus, weil er wird niemals so komisch grinsen. Dies ist der unechte Lloyd. Der unechte Lloyd ist dort. Ist der drüben. Nee, der dort. Nein, dies ist der unechte Lloyd. Wenn nicht, dann habe ich wohl was Falsches ausgewählt. The imposter is this one! Responsible for attacking Palma Costa and destroying all of those cities. Oh, crap. So you found me out. Damn it. I was supposed to keep all of this a secret from you, Marta. What are you talking about? So then, Daddy ordered you to... Daddy? What do you mean, Daddy? Oh, I see. So you didn't tell them, did you? Yes, of course. If you did, you wouldn't be able to stay with them. What does he mean, Marta? Our dear little Mart-Mart is the only daughter of the Vanguard's great Commander Brute! Zelos! Zelos! Don't you dare take another step! I just love breaking the arms of cute little girls like you. Why, you little bitch. Long as I win. Yeah. You better not badmouth my precious little Alice or you'll have to answer to me. Dex, shut up. Now be good kids and hand over your cores and weapons.
Mark can bring them to us. Why are you doing this? What do you want with the Centurion's cores? We only really need Ratatosk's core. Commander Brute wants the rest for his little collection. Dex, stop answering their questions! Sorry, my dear Alice. Now, Mart, and please be quick about it. Not so fast! So sorry to disappoint you. Lloyd, is Celis all right? Yeah. Celis, we'll take care of Celis. Lloyd, this way. All right. You're not getting away! Wait! Not so fast. Don't interfere with my Alice. I'll protect her no matter what. Huh. Oh, really? You're going to stop me? You can't even put on cologne without screwing it up. Oh, wie geil. Ich wusste, dass wir gegen ihn kämpfen. Das sah so geil aus. Ihm die Augen rausgeflogen sind, wo Deck. Wo Regal einfach mal hinter ihm einen Kick gegeben hat. Und China war klar, dass er helfen würde. Und ich sehe, wir müssen gewinnen, weil er verliert Leben. So. Nein, das klappt immer noch nicht. Mann. Schade. Okay. Wir haben richtig getroffen. So. Nein. Nein, wir machen. Was für ein Level hat er denn? 40. Ja gut, haben wir ja richtig gut gehandelt. So. Zack. So. Obwohl wir nur zwei Eiselemente haben, ist es schon schwer. Wow. Wuhu, was? Ausbruch gibt es nicht. Zack, konzentrierter Zorn. Zack, was willst du? Willst du wieder jemanden nachahmen? Na? Hast du noch nicht genug? Ja, ich glaube, ich krieg das nicht mehr hin mit den Spezialen. Aber gut. Dafür erstmal. Dazu brauche ich das Hauptelement Finsternis und der hat abgewehrt, der Arsch. Ich glaube, das ist sowas wie, wenn die Charaktere in Teil 1 schwarz werden, sind sie erstmal unantastbar und sind auch stärker. Nix Ausbruch. Halt die Klappe. Was bewegt dieser blaue Kopf hier wieder? Zack, komm, was willst du? Zack. Ich muss den ja besiegen. So, Objekt. Wir müssen erstmal hier heilen. Komm. Ich lenke ihn ab. Du kannst direkt erstmal ein Mischgummi geben. Lass mal, wenn ihr euch irgendwie. Was war das? TP, ne? Ananas. Hier einmal kurz geben. Damit die. Nein. So, jetzt haben wir Feuer. Und das wird eh gleich wieder. Zack. Nix Ausbruch. Ah! Perfekt. Ich sehe zwar nichts, aber. Ich würde es irgendwie schaffen. Komm. Heilen kann ich nicht. Ich brauche ein anderes Gel. So. Dann legst du es mit mir an. Was machst du? Ich versuche es. Nein, es klappt nicht. Schade, ich will endlich mal einmal im Kampf in der Aufnahme euch zeigen, wie das aussieht mit der Spezialattacke. Genau sowas. Und. Ähm.
Seelenfrieden heißt er, Nerd Attacker. Jetzt sag mir nicht, ich muss verlieren. Weil ich will nicht verlieren. So, Mischgummi. Komm. So, zack. Nur weil du immerhin... Ich glaube, wir müssen gewinnen. Komm, 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 komm. Weil ich will nicht verlieren. Ja, komm. Was willst du? Was willst du von mir? Ja, kriegst du mal einen konzentrierten Zorn. Zack. Verschwinde, verschwinde. Boah, das war knapp. So, fast alle sind geheilt. Ananas, Zitronengummi. Zack, aus. Geben. So. Vielleicht habe ich ja Glück. Zack. Ist er jetzt unantastbar? Ne, der hat noch 13.000. So, mein Hauptelement ist verändert. So, Demon Fang. So. Heil mal eben nicht. Nein, 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 nein. Charakter wechseln, manuell. Oh, das ist doch in Ruhe. So, du machst einmal kurz das und du stirbst gerade. Gefällt mir nicht. Ah, wir verlieren nicht. So, V-Tarn. Ah, das Problem ist, wenn die jetzt das einsetzt, kriegt mir das nichts. So, versuchen wir das nochmal und es klappt einfach nicht. Warum? Ich drücke doch B. Mein Hauptelement ist doch auf Finsternis. Und wir haben gewonnen. Oh, super Galenit. Du bist ein super Drache. 12.000 und wow, wie viel Geld hat er da in seiner Tasche gehabt? Es klappt einfach nicht, wie ich es gerne haben möchte. Ich habe keine Ahnung. Muss ich 3 Elemente von mir haben? 2, das Hauptelement und 2 daneben und ein Nebenelement? Ich muss es austesten. Wir werden es auf jeden Fall noch irgendwie erfahren, wie die Spezialattacke ist. So, ja, neue Fertigkeiten hat er bekommen. Oh, 59, ui, ist er gut aufgestiegen. Ja, die kriegen alle was. Kann die Klasse sogar wechseln. Feuerwiderstand, Eiswiderstand, Versteinerungswiderstand. Okay. That damn mail order exercise machine must have been a scam! Damn it! Dex, did Daddy really order you to do all of that? Did he order you to attack Paul Macosta? I was ordered to use the power of the Centurion's core to transform into Lloyd, then attack a meeting of the Vanguard. That would allow us to wipe out our internal dissent and place all the blame on the Church of Martell. No, Dex. Richter! I'll handle this. Now go. Thank you. Wait a minute! Man, what is it with you people? Emil, farewell. Ach komm schon, ich hab doch gerade einen harten Kampf hinter mir. Sag mir nicht, Level 60, nein. Wie soll ich den denn besiegen? Und diesmal muss ich wieder gegen ihn verlieren. Verliert er überhaupt was? Oh, er verliert was? Aber ich glaube nicht, dass ich gewinnen muss, ansonsten wäre es eine Strafe. So. Demon Fang. Eis. Element. Ich will es jetzt wissen. So. Arte. Objekt. Ich will es ausprobieren. Trank des Lebens. Nein, 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 nein. Objekt. Mischgummi.
Und ich glaube, das macht sie schon alleine. Aua, aua, aua. Komm, 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 komm. Genau. So, komm. Meine Fresse. Nein, 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 nein. Noch nicht. Ich habe es fast geschafft. Und des Lebens. Verdammt! Emil, I won't ask you to forgive me. You can curse me in hell instead. No, Richter. Aster. Master Richter! Master Richter! Aster? I guess that Richter didn't kill us after all. Celis! Right. Come on, Emil. Let's go after them. I wonder who Aster is. Come on, Emil! Oh, right. Ja, das frage ich mich auch. Glacius Kern erhalten. Fähigkeit Glacius gelernt. Sehr schön. Wer ist Aster? Und warum spinnt gerade Fraps rum? Ich mach gar nichts. Ich hab doch kaum was an. Ja, Leute, kurzen Schnitt. Irgendwie beruhigt sich das hier nicht.